Einige Verzweiflung ein neuer Landeskommandant gesucht. Nachdem der bisherige Schützenchef Elmar Thaler angekündigt hatte, dass er nicht mehr zur Verfügung stehe, ging die Kandidatensuche los. Das bislang prestigeträchtige Amt scheint aber nicht mehr sehr gefragt zu sein. Seit März hat sich niemand gefunden, der es machen will. Heute Abend tagt der Bundesausschuss der Schützen. Es ist der letzte Termin, um einen neuen zu finden. Das Amt des Landeskommandanten ist die höchste Charge bei den Schützen, gewählt für 3 Jahre und ein Ehrenamt. Zu verdienen gibt es also nichts. Doch für den ehemaligen Landeskommandanten Bruno Hosp war es ein Sprungbrett in die Politik. Auch seinem Nachfolger Pius Leitner war es wohl für seine politische Karriere nützlich. Doch schon damals war es nicht nur Ruhm und Ehre. Du musst allerhand einstecken, bist der Buhmann für alles Mögliche, sagte Bruno Hosp heute auf Anfrage. Auch die parteipolitischen Grabenkämpfe innerhalb des Schützenbundes und die versuchte Einflussnahme von außen müsse man aushalten. Paul Bacher war 3 Amtsperioden lang Schützenkommandant. Dass sich heute niemand finden lässt, die Schützen anzuführen, führt er vor allem auf den Zeitaufwand zurück. Ich habe da schon meine Bedenken vor 2 Jahren geäußert, dass einfach der Rhythmus viel zu rasant geworden ist, weil ja jeder eine Angst hat, das Amt zu übernehmen. Und ich glaube auch, die ursprüngliche Funktion der Schützen ist nicht mehr die, dass man sich auf alle Gebiete profilieren muss oder dass man überall zu jedem Thema also dabei sein muss. Jedenfalls, man soll sich halt die ursprüngliche Funktion der Schützen wieder bedenken und man soll ein bisschen zurückschalten, weil ich glaube, das ist in die Leute zu viel geworden. Der scheidende Kommandant Elmar Thaler sagt, er habe 2 bis 3 Stunden täglich für den Schützenbund gearbeitet und eigentlich jedes Wochenende. Selbst schuld, sagt Bacher, es gäbe ja nicht nur den Kommandanten. Die Alternative ist eine, dass der Landeskommandant, der zukünftige, aber ich glaube auch, dass das der Thaler weitermacht, dass der einfach lernen muss, mehr zu delegieren. Weil er hat ja in der Bundesleitung über 20 Leute drinnen. Also ich glaube nicht, dass da einer gefunden wird, dass er oft einen Sonntag Zeit hat, den Landeskommandant zu vertreten. Und die Woche muss er nicht selber dabei sein. Es ist wie beim scheidenden Landeshauptmann Luis Dornwalder. Der meinte auch, überall dabei sein zu müssen. Sein Nachfolger Arno Kompatscher wird das anders handhaben. Und vielleicht wird auch der Nachfolger von Elmar Thaler einen Gang zurückschalten. Selbst wenn er wieder Elmar